Noch ist es ruhig am Flughafen Zürich. Doch das dürfte sich schon bald ändern. Zahlreiche Airlines haben angekündigt, ihren Flugplan ab Juni wieder aufzufahren. Damit die Sicherheit der Passagiere gewährleistet ist, haben der Flughafen Zürich, Swiss und Swissport in Zusammenarbeit mit der Kantonspolizei Zürich ein umfassendes Schutzkonzept erarbeitet. Wir haben verschiedene Massnahmen im Schutzkonzept und in entsprechenden Betriebskonzept berücksichtigt. Die sind insbesondere Hygienemassnahmen, also zusätzliche Reinigungsintervalle von vor allem auch Touchpoints von den Handläufen an den Rolltreppen. Wir haben Maskenautomaten aufgestellt, wo sich Passagiere, die am Flughafen kommen und noch keine Maske dabei haben, können noch versorgen mit einer entsprechenden Maske. Wir empfehlen auch den Leuten, eine Maske mitzunehmen und eine Maske zu tragen, weil wie auf jeder Hochfrequenz Drehscheibe ein Einhalten von diesen Abstandsregeln nicht jederzeit kann gewährleistet werden und deshalb empfehlen wir für diesen Fall Maske zu tragen. Wir haben auch betriebliche Massnahmen, zum Beispiel durch Aufstellen von den entsprechenden Flugzeugen, dass wir Abfluggates nach Möglichkeit nicht nebeneinander gleichzeitig nutzen und so können wir den Wartebereich im Terminal und im Dock besser und optimal nutzen. Es steht dann pro Passagier auch entsprechend mehr Platz zur Verfügung. Führen die Sicherheitsmassnahmen zu mehr Wartezeiten am Flughafen und mit Passagieren darum folglich mehr Zeit planen? Wir empfehlen den Leuten frühzeitig zu kommen. Wir gehen aber nicht davon aus, dass es länger braucht, weil im Moment ist das Passagieraufkommen, wir haben es vorher gehört von einer Swiss, sie rechnen mit 15-20% der Produktion am Anfang. Sie rechnen das Hochfahren dann gegen 50%. Aber damit kann man auch sicherstellen, dass die Wartezeiten nicht grösser sind, als es vor Corona war, auch wenn man nur jeden zweiten Schalter nutzt. Also im Moment haben wir die Infrastruktur zur Verfügung, wo wir das sicherstellen können. Und dass die Passagierprozesszeiten nicht höher werden sind als vor Corona. Was für Massnahmen werden an Bord von der Swiss-Maschine umgesetzt, um Passagier und das Personal zu schützen? Wir werden an Bord vor allem, und das haben wir schon bereits seit dem 4. Mai, dringende Maskentragempfehlung aussprechen. Das ist eigentlich die offensichtlichste Massnahme. Wir werden gewisse Hygienemaßnahmen machen, die sind zum Teil nicht sichtbar. Also das heisst, bessere Reinigung von der neuralgischen Stellen wie Tischli oder Anschnallgurten. Wir werden Hygienemittel an Bord haben, auf den Toiletten, Tüchchen verteilen an Passagier. Was wir nicht machen, ist, dass wir Sitz frei lassen. Das können wir uns nicht leisten. Dort werden wir darauf müssen verzichten, darum auch die Maskenempfehlung. Es gibt gewisse Serviceanpassungen, die sind aber im kleineren Bereich.